Herzlich willkommen zum Let's Play Online Splatoon. Und ich gebe das Wort weiter an Pascal. Ja, hallo. Wie Dennis schon gesagt hat, spielen wir Splatoon. Was heißt wir spielen Splatoon? Dennis spielt Splatoon. Er spielt es nämlich im Online-Modus. Darin geht es 4 gegen 4 und es gewinnt das Team, das die meiste Bodenfläche eingefärbt hat. Genau. Dennis Team jetzt hier in lila. Da sind wir uns aber einig mit der Farbe, oder? Genau. Ja. Dennis benutzt einen verbesserten Standard-Blaster, wollte ich schon sagen. Und das sind ja natürlich Wasserpistolen, die mit Farbe gefüllt sind. Das unterscheidet Splatoon ja von normalen Shootern. Anstatt mit Kugeln und Lasern und was weiß ich nicht noch alles aufeinander zu schießen, wird die Farbe benutzt. Und Dennis macht ihn gleich fertig eventuell, oder auch nicht. Ach! Nee, er hat ihn nicht fertig gemacht, aber das lag anscheinend an einem kleinen Lag. Es ist halt so, dass es handelt sich noch um eine Preview-Version. Das heißt, alles, was ihr hier seht, muss noch nicht unbedingt für die Vollversion sprechen. Ja. Und das ist vielleicht noch wichtig zu erwähnen. Es gibt noch so mit dem... Entweder liegt es halt am Netzcode oder an meinem Internet. Das ist uns noch nicht so ganz klar. Es gibt halt immer noch ein paar Probleme mit Verbindungsabbrüchen und so weiter. Was aber an sich gar nicht so schlimm ist, da... ist dann gerade dann wahrscheinlich dann zu Release-Zeitraum genügend Spieler geben wird, die es spielen. Und Dennis wurde jetzt von einer Granate erwischt. Jede Waffe hat noch eine weitere Sekundärwaffe quasi verfügbar. Dennis, du hast glaube ich auch eine Bombe, oder? Die kannst du ja gleich mal zeigen. Ja. Genau, so eine Haftbombe. Die bleibt an allen Oberflächen haften. Was natürlich hier jetzt schlecht läuft gerade. Aber sie kann schon sehr praktisch sein, wenn ihr zum Beispiel einen Gegner erledigen wollt, der auf einer höheren Ebene ist. Allerdings, wie bereits erwähnt, ist ja das Gegnererledigen nicht, nicht der Hauptbestandteil. Aber es ist trotzdem nice to have, immer mal wieder jemanden zu erwischen. Ja, weil man muss ja vermeiden, dass die anderen dann wieder das ganze Scheißdreck hier einfärben und so. Genau. Zumal es auch gut fürs Selbstwertgefühl ist. Genau. So, hier einen Kokiri erledigt zu haben. Der eigentlich auch stilecht in grün-gelb einfärbt, wie es sich für einen Kokiri gehört. Allerdings bezweifle ich, dass er als Sekundärwaffe eine fährt. Was Dennis jetzt hier hauptsächlich macht, ist die Farbe des gegnerischen Teams zu übermalen. Was natürlich taktisch sinnvoll ist, weil man aber so auf der einen Seite... Es zählt nur der Boden, die Wände nicht, aber trotzdem sind Wände wichtig für praktische Maßnahmen, wie zum Beispiel man gesehen hat, dass ich da besser hochklettern konnte. Oder. Ja. Um nur mal kurz zur Taktik zurückzukommen. Wenn ihr natürlich Farbe des gegnerischen Teams übermalt, nehmt ihr ihm selbst Punkte weg und bekommt selbst Punkte. Also, wenn ihr quasi links eine Fläche habt mit der voller Farbe des gegnerischen Teams und rechts eine leere, dann nehmt ihr natürlich die linke. So, ich glaube, wir haben gewonnen. Auf dem Gamepad sieht man eine Karte, da sieht man schon die eingefärbte Fläche. Jetzt seht ihr hier nochmal am Ende ganz groß und das ist, glaube ich, sehr eindeutig. Ja. Yeah! Also, wir haben es bisher eigentlich zu 95% erlebt, dass die Ergebnisse doch sehr eindeutig ausfallen, so wie in diesem Beispiel. 1146 Punkte geholt. Und das gibt Level Up. Also die Punkte, die ihr seht, die errechnen sich ja dadurch, je nachdem, wie viel Boden ihr einfärbt. Der Zähler, der war ja oben rechts im Bild zu sehen, der läuft dann immer weiter und so viele Punkte und Erfahrungspunkte erhaltet ihr dann. Genau. So, stürzen wir direkt ins nächste Match. Das ging schön schnell. Ja. So muss es auch am Verkaufstag dann sein. Das Video werdet ihr natürlich dann erst dann schon sehen, wenn das Spiel erhältlich ist. Dann nehmt ihr euch natürlich die Zeit und schaut euch das Video an, wie andere spielen, anstatt selbst zu spielen. Genau. Ist ja ganz klar. Jetzt haben wir nochmal dieselbe Map. Ich weiß manchmal selber nicht, wonach es ausgesucht wird, ob es jetzt wirklich so random ist immer, zwischen den zwei Maps, die... Ich glaube, es ist unterschiedlich. Vor allem ist es bisher, immer not yet fresh, bisher ist es halt auch noch so, es gibt, glaube ich, 5 Maps und davon sind jeden Tag immer so 2... die zufällig ausgewählt werden. Also 2 stehen quasi diesem Zufallsgenerator zur Verfügung. Okay. Ich weiß nicht wie, oder wir wissen nicht, wie es in der Verkaufsversion sein wird. Diese Bazooka, die Dennis gerade abgefeuert hat, ist eine Spezialwaffe,
da lädt sich oben rechts im Bild so ein runder Kreis auf. Und wenn der voll ist, kann er halt diese Spezialwaffe einsetzen. Und je nachdem, für jeden Klecks Boot, der eingefärbt wird, erhöht sich halt diese Leiste. Und da gibt es schon teilweise ziemlich mächtige Waffen, wie so einen riesigen Wirbelsturm, der einfach mal einen großen Teil der Karte einfärbt. Aber man muss auch damit echt umgehen können, weil manche Waffen sind auch nicht gerade so leicht vom Handling. Und ja. Also ich persönlich komme zum Beispiel mit der Bazooka nicht besonders gut klar, wenn ich die habe. Weil sie halt erst auf einen bestimmten, auf einer bestimmten Entfernung von einem selbst schießt. Und wenn man dann mitten in so einem gegnerischen Farbinferno steht, dann kann man sich nicht mehr bewegen. Und ist halt den anderen ausgeliefert. Jetzt springe ich hier mit der Karte direkt jetzt gleich zum Gegner. Jetzt. Das ist eine wichtige Funktion, damit man direkt wieder an der Frontlinie landet und Dennis ist in eine Spezialattacke eines Gegners gelandet. Das ist super. Ich hoffe, der Teamkamerad bleibt hier noch am Leben, wenn ich komme. Ah, es sieht bisher noch ganz okay aus für euch. Es sind allgemein sehr schnelle Matches. Hier oh, da oben nervt mich der Typ. Granate. Oh. Da ist er. Nein, fertig. Nein! Komm mal, fertig, Tapir. Oh Mann, Jonathan. Ich gehe mal kurz an eine Fläche, wo es ziemlich schlecht für uns aussieht. Es ist halt, es wird ja auch schon in dieser Preview-Version halt deutlich, dass es Spieler gibt, die augenscheinlich schon länger gespielt haben wie wir und die Maps auch mit einem ganz anderen taktischen Geschick angehen. Die ganz genau wissen, wo sie sich raufstellen können, wo taktische Vorteile zu finden sind und so weiter. Es lohnt sich auf jeden Fall, also wenn man wirklich ernsthaft spielen will, Maps auswendig zu lernen. Ah, aber du hast ihn auch noch erwischt. Ja. Na, das sieht ausgeglichen aus, würde ich schon fast sagen. Kann auch sein, dass wir gewonnen haben. Aber ich glaube, wir haben gewonnen. Jetzt wird spannend. Na, blau sieht doch ganz gut aus, oder? Oh, ja. Gut. Gut, ich würde sagen, machen wir noch eins. Weil es gerade so gut läuft. Das geht. Oh, und einen Siegbonus gibt es auch noch dazu. Ja. Ah, wieder der Beste auf dem Server quasi. Bin ich gut, oder? Darauf bildet er sich viel ein. Aber man sieht ja, für Rang 10 braucht man 10.000 Erfahrungspunkte. Schon viel. Ja. Aber ich meine, wenn die Matches wirklich so schnell vonstatten gehen, dann ist das eigentlich auch recht schnell erreicht. Ja. Gut, es fehlen jetzt noch 3. Das kann jetzt in dieser Preview-Version halt ein bisschen dauern, da ja noch nicht so viele Spieler damit ausgestattet sind. Ja. Deswegen würde ich sagen, wir machen dann weiter mit dem Cut quasi. Nach dem Cut. Ja, nach dem Cut. So, jetzt sind wir im dritten Match dabei. Mit dabei ist auch ein User von uns, Let's Play Markus, der ist ja unter anderem Let's Play-Szene ja super bekannt und so. Die Endzone war, glaube ich, auch wieder mit dabei. Ja, natürlich Endzone auch. Und wir sind mit Let's Play Markus und Endzone zusammen. Das finde ich ist doch das perfekte Team. Da kann doch eigentlich kein Verlieren bei rauskommen, oder? Nee, das muss doch ein Sieg sein. Zumindest sehen wir jetzt auch eine andere Map. Das ist jetzt nämlich nicht mehr... Mit cooler Musik. Die Musik ist sowieso mit so das Beste am Spiel. Also die Musik ist wirklich großartig. Also das gesamte Spiel ist eigentlich schon fast großartig, aber da haben sie sich schon fast selbst übertreffen. Ach komm, der hat ein Schutzschild angehabt. Genau. Der hat auch noch die Standardwaffe, so wie es aussieht. Aber wahrscheinlich, der ist ja schon Level 16 gewesen. Ja. Dieser Matt May, die wird wahrscheinlich schon auf Stufe 5 sein oder so. Der hat auf dich gewartet. Ja. Es ist nämlich so, wenn ihr über diesen Supersprung irgendwo hinspringt, gibt es eine Markierung am Boden, wo ihr landen werdet. Das heißt, wenn der Gegner das sieht, kann er euch erwarten und sofort abknallen, so wie es eben passiert ist. Mhm. Aber ihr könnt auch über die Klamotten eine Zusatzfähigkeit erlangen, über die ihr dann unsichtbar seid. Jetzt kommt Let's Play Markus zu mir. Er wird gleich fertig gemacht von Jonathan. Ja, wurde auch. Wisst ihr, so eine Spielweise mag ich ehrlich gesagt auch nicht. So eine Spawn-Camper. Ja. Das ist doch scheiße, wie das. Hast direkt gesagt, wie es sein muss. Ich wollte es eigentlich noch drastischer ausdrücken, aber ich
dachte mir mal. Ah, da hättest du, glaube ich, auch nicht genug Tinte für gehabt. Ja. Okay, das sieht ziemlich schlecht aus am Spawn, weil... Oh, alles schon rosa hier. Ah. Das ist eine gute Taktik, um den Gegner eigentlich schon ziemlich zu ärgern, muss ich sagen. Ja. Einfach mal den Startbereich komplett einfärben, weil dann... Weiß ich, das ist schon so demoralisierend, wenn du rauskommst. Ja. Du kommst raus, wirst frisch gebohrt und alles in der gegnerischen Farbe, ja. Aber Dennis macht schon einen guten Job hier, alles zurückzuholen. Oder so viel. Siehst du, das meine ich. Du bist jetzt da in dieser Farbe gefangen und wirst sie nicht los. Darum mag ich die Bazooka nicht. Wir haben natürlich auch schon ein bisschen mit den anderen Waffen experimentiert. Mir persönlich hat da noch so dieser Roller noch ganz gut gefallen. Aber zum Beispiel mit der Sniper bin ich gar nicht zurechtgekommen. So, es wird Zeit, Geschichte zu schreiben. Geschichte zu schreiben? Das machen wir doch schon mit diesem Video, oder? Ja, stimmt schon, oder? Weil. Ah, jetzt hat es jedenfalls da wieder. Noch ganz viel einfärben, das sind nur noch 10 Sekunden. Nein! Du hättest gar nicht runtergehen müssen. Wir haben verloren. Ich glaube, das war nix. Aber das muss man ja auch mal sehen. Oh, ein viertes Match? Omas Wagen? So, wenn direkt ein Team zusammenkommt, kannst du das gerne machen. Okay, wir gucken mal. Na, schade. Ich glaube, Enzo war am besten. Ja, nee, Tapir oder so. Boah, Mad May. Also mit Stufe 16 ist man natürlich schon ziemlich, ja, hat man schon Vorteile auf jeden Fall. Ja, also ihr seht ja unten rechts die Klamotten, die haben verschiedene Eigenschaften. Und je nachdem, wir haben jetzt schon Klamotten gesehen, die wir noch nicht kaufen konnten, weil wir noch nicht die genügend hohe Stufe hatten, aber die hatten schon zwei Fähigkeiten mit einer dritten, die noch freigeschaltet wird. Also höherstufige Spieler können schon einige Vorteile haben gegen Leute, die gerade erst anfangen. Ja, das stimmt. Aber da es ja vorrangig darum geht, den Boden einzufärben, kann es schon durchaus sein, dass je nach Partie das gar nicht so eine große Rolle spielt. Ah, komm, noch einer. Es sei denn natürlich, ihr werdet fertig gemacht. Gut, ich würde sagen, nach dem Cut kommt noch das vierte Match. So, jetzt sind wir beim vierten Match anbelangt. Immer noch mit Bekannten. Wie Let's Play Markus oder Endzone. Ich frag mich aber Jonathan, ich glaube seinen Namen kenne ich auch. Natürlich kennt man den Namen. Aber ich glaube so vom Medium. Ich weiß dann vielleicht Nintendo Minus Online, keine Ahnung. Aber egal. Gut. Jedenfalls hoffst du jetzt natürlich wieder zu gewinnen. Und ja, was soll man jetzt noch großartig dazu sagen? Es geht wieder genau um dasselbe wie immer. Boden einfärben, andere abknallen, wenn es geht. Sich nicht abknallen lassen. Bonuswaffen einsetzen. Und Spaß haben. Tintenstand voll behalten, der Musik zuhören. Boah! Sich an der sehr schön aussehenden Farbe erfreuen. Boah, die Endzone hat mich richtig abgeballert gerade. Und sich von einem Spieler ein Ohr ins Ohr brüllen lassen. Das macht am meisten Spaß. Da macht wieder einer auf Sniper an einer ziemlich fiesen Stelle, muss ich sagen. Kannst du nicht irgendwie außen rum? Ja, ich probier's mal. So. Sofort runter! Ach Mann! Du hättest direkt Ink-Form annehmen müssen. Aber ist auch nicht mehr da. Oder? Ich glaube, er hat sich versteckt. Nee, der hat sich versteckt. Boah, das ist mies. Da merkt man schon richtig, hier haben wir noch Mad May, glaube ich, das ist der Stufe 16. Und ich muss sagen, klar, was man vielleicht noch ändern sollte, wäre diese Ausgeglichenheit, dass vielleicht das Balance zwischen den Rangs besser verteilt wird. Ich denke, das würde in der Verkaufsversion auch so sein. Es ist jetzt einfach, es sind halt zu wenige Spieler, sodass sie halt völlig wahllos zusammengepackt werden. Vor allem wird da halt deutlich, dass die halt wirklich sehr taktisch spielen. Einer steht dort und ballert alle ab, die halt irgendwie dort zu nahe kommen.
Oh, die nehmen uns richtig ein, ey. Ja, ist auch kein Wunder. Kommt ja nirgendwo hin. Ja, gut. Das ist wohl ein ganz schönes Gemetzel hier. Ja, und wir sind total Unterzahl. Und? Ich hab das Gefühl, uns fehlt vielleicht sogar einer. Weißt du, ja, vielleicht auch zwei. Es ist nämlich teilweise noch so, wenn einer aus dem Match fliegt wegen Internetproblemen, dann trägt er einfach mal 0 Punkte zum Team bei und wenn es dann schon 4 zu 3 steht, dann ist es schon ein riesiger Unterschied. Wow. Bist du ja weit gekommen. Willst du nicht wenigstens noch einen abballern oder so? So zum. Will ich ja gerne, aber wenn du hast ihn erwischt. Ich hab ihn mitgenommen in den Tod. Verdammt. Ja, ich. Also. Und uns fehlt wirklich einer. Und ich finde es schon eine ganz schön fiese Strategie, da vorne zu stehen und einfach mal alle abzuhalten mit so einem Sniper-Gewehr. Ich meine, ja, es ist Taktik, aber man muss es ja trotzdem nicht gut heißen. Ich hätte nochmal zwei mitgenommen, aber guck mal an. Voll schlecht. Das ist ziemlich eindeutig. Oh. Ja, gut. Gut, sind wir auch schlecht, aber schlecht geendet jetzt? Gut angefangen, schlecht geendet, ja. Ja, und Let's Play Mark ist wahrscheinlich rausgeflogen. Ja, und man sieht ja auch, dass andere Spieler nicht so viel Punkte beigesteuert haben. Die haben halt gerade angefangen. Und wie ihr gesehen habt, wenn wirklich professionell, was halt professionell erfahrene Spieler bei sind, kann schon ganz schön kompliziert werden. So, ich würde vorschlagen, wir spielen noch ein bisschen weiter. Und wir bedanken uns für das Let's Play Online Splatoon Video und kommentiert, favorisiert, abonniert, was auch immer. So. Genau, dann darf ich auch mal spielen. Gut. Tschüss. Ja. Tschüss.